Ja, herzlich willkommen bei Lester.tv. Es gibt Gerechtigkeit. Edita, Marty und Big Soul kämpften gestern noch im, Halbfinale bei X-Factor um den, um was überhaupt? Wie nennt man das denn, wenn man da bei X-Factor gewonnen hat? Ich bin the next German X-Factor. Ich hab den X-Factor. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle um das nächste Supertalent, Talent, wie auch immer. Kämpfen jetzt nur noch zwei, aber nicht zwei Personen, sondern eine Gruppe und eine Künstlerin. Denn Marty Gabriel ist leider Gottes raus und es tut mir so leid. Immerhin hat er ja den RWE-Song Imagine ganz nett vorgetragen. Aber bei You Are Not Alone war eindeutig der Kinderchor besser. Editha und Marty waren übrigens im Indoor Skydiving Center in Bottrop und da war ich auch schon mal und da muss ich wirklich sagen, genial. Ich frag mich allerdings, warum die vier Mädels vom Big Soul nicht dabei waren. Also ich weiß, die Anlage hat genug Dampf. Also, ne? Ich will jetzt hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut, wir schauen uns natürlich das Finale auch an auf Lester.tv. Gestern fanden wir es noch relativ lustig, dass zum Schluss ja das Over the Rainbow, das ist ja die aktuelle Nummer 1 in Deutschland, vorgetragen wurde. Da durften sie auch alle nochmal mitwirken. Sarah Connor kam so ein sexy Kleidchen raus. Till Brönner hat dazu noch die Trompete geblasen und selbst George Glück, ja, dem haben sie da so eine Schelle in die Hand gedrückt. Ihr seht, das wird ein richtiges Gemeinschaftsprojekt da bei X-Factor und ja, nächsten Dienstag wissen wir dann auch, wer raus ist. Edita oder Big Soul. Es kann nur einen geben. Oder eine Gruppe. Wir lästern drüber, so viel ist gewiss. Na, wo